Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinen Monatsfavoriten vom Monat September. Und zwar habe ich euch einige Produkte, die ich euch gerne mal zeigen möchte, die ich oft verwendet habe und auch bis heute noch sehr viel verwende. Genau, ich fange einfach querbeet mal an. Und zwar habe ich letzten Monat und auch bis jetzt noch, bin ich in Benutzung von diesen Haarklammern, Leute. Da haben wir dieses Modell, dann dieses von DM, recht groß. Dann habe ich in der Türkei mir diese schöne Haarschnalle in Metall gekauft. So Schmetterling. Und dann noch dieses hier in dieser schönen violett-roten Farbe. Ja, und dort gab es so viele Modelle, ich konnte gar nicht auswählen, genau. Und die waren halt super, weil die sind für große Haare gemacht und fassen halt viele und ich habe recht viele Haare und das ist einfach so zum Raufstecken, falls es mal heiß wird. Und bei uns hier in der Schweiz war es letzten Monat noch sehr heiß, also Sommer eigentlich. Und da waren diese super bei der Arbeit und ja, statt Haargummi habe ich oftmals diese gebraucht, Leute. Und das mache ich eigentlich so, ich nehme meine Haare zu einem Pferdeschwanz eigentlich. Ich kann es mal zeigen. Und ich habe eben recht viele Haare. Und dann mache ich das eigentlich so, dass ich das so zwirble. Dann mache ich es eigentlich auch so, Leute. Dann nehme ich jetzt mal dieses Modell hier, mache es so auf und stecke es rein. Und dann habt ihr das so. Und die Haare sind weg. Mit der Zeit wird das auch hier schöner zum Beispiel. Dann auch je länger es in den Haaren ist, die Klammer. Und ja. Das ist jetzt zum Beispiel mal so ein Modell und dann könnt ihr auch hier so die Haare rausnehmen. Und ja, das ist super, ich liebe das. Früher gab es solche Haarklammern für dicke Haare nicht. Ich musste so oft suchen und jetzt bin ich natürlich sehr froh, finde ich etwas, was meine Haare hält und nicht ausrutscht auch. Und zum Beispiel dieses hier von DM ist schon für viele und dicke Haare gemacht und die hat so, ich weiß nicht, ob ihr es drin seht, so Gummis, die die Haare noch besser halten sollen und dass es nicht rutscht. Genau. Also eben, ich habe sehr viel diese Haarklammern gebraucht und das ist auch zum Beispiel sehr schön für so spezielle Anlässe, für schickes Abendessen oder für den Ausgang und so. Ja, sehr schön. Und verwende ich immer noch. Also ich habe je eins in meiner Tasche und ja, perfekt. Dann zum Schminken habe ich auch oft Haarprodukte gebraucht oder auch zum Skincare machen. Liebe ich diese hier. Die habe ich auch in Schwarz und das ist so cool, weil die sehen so aus. Vorne sind sie so, diese Make-up-Schnallen heißen die, glaube ich. Und dann macht die das einfach so, steckt diese so rein. Erstens sehen sie auch schön aus und zweitens, die halten wirklich die Haare weg. So. Und dann könnt ihr wirklich so schminken und alles machen und so und das hält Bombe. Das stört mich auch nicht. Und ich finde es wirklich mega schön. Ihr könnt diese auch so sonst in den Haaren tragen. Genau. Ja, das waren so die Haarprodukte, die ich gebraucht habe. Dann kommen wir doch zu Make-up. Da habe ich recht viel eigentlich gebraucht und zwar in den Ferien oder in die Ferien, ja genau, nehme ich immer diese Palette mit. Die ist von Essence, die Eyeshadow Palette.
Pac-Man Limited Edition. Und das ist erstens cool, ihr könnt da wirklich so Pac-Man spielen und die hat schöne Farben. Schaut, eine Farbe habe ich schon aufgebraucht. Die hat wirklich so schöne Farben und die sind mega pigmentiert. Ich kann es euch mal zeigen, hier bei den Fingern. Schaut. Also die sind super weich, pigmentiert, super und die halten auch lange und gehen nicht in die Fältchen rein. Bombe. Also Essence-Lidschatten finde ich super. Ich habe mega viele Paletten und auch früher einzelne Lidschatten gekauft. Die ist perfekt. Ich liebe diese. Dann habe ich letzten Monat sehr viel Rouge gebraucht. Also eigentlich habe ich das früher nicht gebraucht, aber jetzt immer mehr wieder. Und zwar die Chanel Palette, die ich in der Türkei gekauft habe, Le Gâte Rouge Yeux et Joues. Und die ist so. Die hat diese vier schönen Farben. Und ich habe oftmals diese hier gebraucht, da. Ja, weil ich, oh nein, auch diese glaube ich, muss schnell schauen. Nein, diese zwei. Diese zwei habe ich oft gebraucht, weil ich mag halt auch mehr so die unauffälligen Farben, da ich schon lange nicht mehr Rouge gebraucht habe. Und die sind super, die sind nicht zu, wie sagt man, die haben keinen Glitzer drin, die sind mega gut von der Konsistenz, man kann sie aufbauen und die halten auch lange, genau. Und ich habe auch schon viele Komplimente erhalten, auf den Wangen zum Beispiel, dass die Farbe passt und so. Genau, diese Palette habe ich viel gebraucht. Dann, diese Marke gibt es nicht mehr, aber ich habe den Lip Liner Perfect Look von P2 aufgebraucht oder versuche diesen aufzubrauchen und die Farbe hat mir recht gut gefallen. Das ist die Farbe 1130, ah nein, sorry, 131 Raspberry. Und bei dieser fand ich so toll, die haben so einen Anspitzer. Das heißt, ihr könnt immer spitzen und ihr habt auch lange etwas davon und die Farbe hat mir halt sehr gut gefallen und die sieht so aus. Die habe ich auch gerade auf den Lippen. So Berry Farbe und ich finde selber auch, dass diese Farbe mir immer oft steht und auch halt eben den dunkelhaarigen Frauen. Und ja, jetzt probiere ich das mal aufzubrauchen, weil es sicher schon lange nicht mehr so gut, aber ich merke jetzt nichts vom Geruch her oder so und ist auch lang anhaltend. Ja, das. Dann habe ich oftmals oder brauche ich immer Nagellacke, das seht ihr. Zum Beispiel habe ich jetzt Orange drauf, aber letzten Monat habe ich oftmals diese Nagellacke hier aufgebraucht oder benutzt von Flormar, die Matte Editions. Und zwar sind das wirklich eben weiße Farbe, violette Farbe und grüne oder Petrolfarbe. Und die sind alle matt, Leute. Also die sind nicht wie dieses hier, das so glänzt und so. Die sind wirklich matt, die tragt ihr auf. Ihr braucht auch keinen Überlack oder so, weil diese müssen ja matt sein, oder? Und ja, ich liebe auch diese Nagellacke von Flormar. Die halten lange, sind günstig und ist eine türkische Marke. Weshalb ich diese auch gerne unterstütze und so.
Ich habe schon früher sehr viel, als ich jung war, diese Marke gekauft. Genau. Dann am Flughafen habe ich von Abe Sabre de Tounjere oftmals diese Colagnas in Reisegröße aufgebraucht. Das ist jetzt Rosewood. Die sind mega süß. Das ist wirklich so nachhaltig. Das Glas, das Plastikdeckel, glaube ich. Und die Düfte sind mega, Leute. Das ist wirklich, wenn ihr Rose mögt, ist Rosewood wirklich super für euch. Und das könnt ihr wirklich so als Desinfektionsmittel für die Hände brauchen und auch als Parfüm. Und da es eine Reisegröße ist, könnt ihr es wirklich in das Plastiksäcklein reintun und überall mitnehmen. Auch für Notfälle, falls das Deo nicht wirkt oder so. Genau, ich nehme diese immer mit. Und die könnt ihr wirklich auch eben am Flughafen, am Duty Free Shop kaufen, gerade an der Kasse und so. Die haben auch verschiedene Duftrichtungen. Ja. Dann habe ich in den Ferien sehr oft dieses Paris Paris Chanel Parfüm, also Parfüm, ich glaube, das ist ein Eau de Toilette gewesen, dieses hier gebraucht. Man sieht ja, ich habe recht viel schon aufgebraucht und ich hatte das auch im Hotel stehen und ich glaube, die Türken sind so mega, wie sagt man, mega drauf auf Chanel oder stehen auf Chanel, aber dort ist es halt recht teuer und ich hätte das in meinem WC stehen und ich glaube auch die Reinigungskraft oder auch andere Leute haben ein bisschen daran gerochen und dieses gespritzt im Zimmer oder so. Aber ja, der Duft ist mega gut. Haltet halt nicht so lange wie die Parfüms. Das ist wirklich so ein Eau de Toilette, glaube ich. Ja. Aber der Duft ist mega. Ich mag den super. Und das ist auch eine perfekte Reisegröße. Das könnt ihr auch wirklich in das Plastiksäcklein reintun und mitnehmen. Genau. Und ist auch nicht mega intensiv. Also wirklich, dieser Duft geht so nach 4 Stunden wie ein bisschen weg. Und dann habt ihr wieder auch ein bisschen Ruhe. Aber falls ihr mögt, könnt ihr nachher wieder rauf tun und das wirkt wieder. Genau. Dann als Essen oder Food habe ich diese hier vom W Istanbul Hotel bekommen. Das sind so Lutschtabletten oder Süßigkeiten. Und die sind mega süß, die sehen aus wie so auch Lokum, die ihr selber so schneiden könnt und dann eben verschieden in diesen Behälter reingetan haben. Und da haben wir Kiwi, Erdbeere, Orange, Wassermelone, Zitrone und die sind mega gut. Also ich weiß nicht, von wo die diese haben oder gekauft haben, so gesagt. Aber wenn ich diese mal finde, werde ich sicher wieder mitnehmen. Also, die sind super und süß in diesem Behälter. Dann könnt ihr es auch in die Tasche nehmen. Genau. Ja, und dann, was ich noch gebraucht habe oder gekauft habe letzten Monat, sind Kopfhörer von Sony. Die sehen so aus. Das ist das Etui. Und die Kopfhörer sehen so aus. Kurzen Moment. Und zwar sind diese in dieser Farbe. Das sind so schöne Kopfhörer, Leute. Und das sind so Noise Cancelling Kopfhörer. Also das ist wirklich so in dieser beige oder grau Farbe mit goldiger Schrift hier, Sony. Und dann könnt ihr halt hier so raufklicken und dann ist Noise Cancelling. Also dann hört ihr die Außengeräusche
zum Beispiel, wenn ihr im Zug seid, Schein der Kinder oder Gespräche, welche nonstop gehen und so, hört ihr nicht. Und ich habe diese richtig wirklich oft im Flugzeug gebraucht und das, die haben auch so eine gute Polsterung hier für den Kopf, das schmerzt nicht und ihr ladet diese auf, das Akku haltet mega lang und ja, ich bin recht zufrieden mit denen. Die haben auch eine gute Ohrmuschel groß, falls ihr so Ohrringe trägt oder so. Also ich bin sehr zufrieden mit denen und ja, die machen mir Freude, wenn ich diese sehe in dieser Farbe und auch zur Arbeit sind sie super. Genau, einfach wenn ihr mal Ruhe möchtet und einfach eure Musik genießen möchtet, sind diese super Leute. Genau. Und was ich euch sagen kann von den Serien, die ich geschaut habe, in der Türkei habe ich recht viele Serienwerbungen gesehen draußen und da habe ich von Cem Yılmaz den Netflix-Film Do Not Disturb gesehen. Ich weiß gar nicht, wie dieser in Türkisch heißt, aber ich zeige es euch mal hier, den Film, die Filmwerbung, dann könnt ihr es auch schauen. Und diesen Film habe ich im Flugzeug gesehen, Richtung Schweiz wieder. Und das war noch ein krasser Film. Und Cem Yılmaz ist ja bekannt, dass er sehr lustig ist. Und ja, also es war schon ein krasser Film, muss ich sagen. Es ist nicht so typisch Cem Yılmaz, dass man die ganze Zeit lachen muss oder so. War noch recht spannend und ein süßer Film. Aber ja, ihr könnt ja selber mal schauen, wie euch dieser Film gefällt und so. Und ich habe gestern zum Beispiel auch mit dem Dizzy von Aile angefangen. Dort ist Kıvanç Tatlıtuğ mit Serenay, wie heißt sie wieder? Ich weiß doch nicht. Ich habe neu angefangen. Ja, Leute, nicht mobben oder so. Sarıkaya, glaube ich, genau. Und ja, der hat mir auch schon, die erste Folge hat mir auch schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, dieser läuft im Show-TV oder so. Aber ich habe eben neu angefangen und kann es nicht vom Fernsehsender anschauen, weil diese sind schon recht weit und bla bla. Und dann habe ich noch Adam Farah irgendwie gesehen und das möchte ich auch mal anschauen, weil dort ist die Schauspielerin Demet, ich weiß den Nachnamen gerade nicht, diese hübsche Schauspielerin dabei und die macht gute Filme und das möchte ich auch mal anschauen. Genau. Ja, das waren so meine Favoriten im Monat September und auch noch bis heute. Ich hoffe, ihr hattet etwas gefunden, das euch auch angesprochen hat diesen Monat. Oder was waren eure Lieblinge in diesem Monat? Schreibt es doch in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns schon bald wieder, meine Lieben. Ciao, ciao!